2021 war ja schon ein wahnsinnig ereignisreiches und gutes Jahr für die Raumfahrt. 2022 wird noch ereignisreicher und sogar noch besser für die Raumfahrt werden. Was NASA, ESA, China, SpaceX und Konsorten in diesem Jahr vorhaben, möchte ich mir heute genauer mit euch ansehen. Einige Deep Space Missionen erreichen ihren Höhepunkt, aber auch viele weitere Missionen werden gestartet. Europa und Russland werden die von Menschen entsandte Roverflotte auf dem Mars mit dem ExoMars 2022 Rover Rosalind Franklin ergänzen. Also sind dieses Jahr nicht nur Missionen in die Erdumlaufbahn, sondern auch zum Mond und zum Mars geplant. Wenn du hier auf Marschroniken etwas lernst, dann freue ich mich über ein Abo, damit wir dem YouTube-Algorithmus zeigen, dass Raumfahrt für alle ist. Ich habe auch Kanalmitgliedschaften und Patreon, alle Infos dazu in der Videobeschreibung unten. Ein Like und ein Abo sind auf jeden Fall kostenlos und helfen sehr. Danke dir! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Marschroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrt-Nachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Weil euch das Thema so stark interessiert hat, möchte ich diese Ausgabe damit beginnen, euch ein kleines Update zum Vulkanausbruch in Tonga zu geben. Die ESA veröffentlichte am 19. Jänner dieses GIF über YouTube. Hier ist zu sehen, wie die Insel vor den Aktivitäten aussah. Dann wächst die Insel aufgrund der großen Aktivitäten stark an und nun ist sie fast komplett verschwunden. Unsere Gedanken sind bei den Betroffenen. Ich halte euch weiterhin auf dem Laufenden. Wie beim Jahresrückblick auch, ist nicht alles chronologisch geordnet, damit das hier nicht nur eine Aufzählung, sondern eine Geschichte wird. Wir gehen auch nicht wirklich in die Tiefe, denn im Laufe des Jahres werde ich zu den meisten dieser Themen eigene Videos produzieren. Fangen wir direkt mit den Forschungsmissionen an, die bereits unterwegs sind und dieses Jahr ihre Höhepunkte erreichen. Allen voran wird das James Webb Weltraumteleskop im Mai oder Juni die ersten Bilder produzieren und zur Erde zurückschicken. Die vom James Webb produzierten Daten werden der Weltgemeinschaft zur Verfügung gestellt. Die Daten sollen die gesamte Menschheit weiterbringen und nicht nur die Macht einer Institution oder eines Staates demonstrieren. Bitte mehr davon und weniger militärische Missionen. Dankeschön! Mittlerweile hat das Teleskop seine endgültige Form angenommen. James Webb hat bereits über 1,3 Millionen Kilometer zurückgelegt. Das entspricht etwa 3,5 Mal der Distanz zwischen Erde und Mond. Es sind etwa weitere 100.000 Kilometer zurückzulegen, bevor der Betrieb aufgenommen werden kann. Inzwischen werden die 18 Beryllium-Spiegelsegmente ausgerichtet bzw. feinjustiert. Das geschieht mit Hilfe von Algorithmen. Wir werden 2022 auch die ersten Daten von XBI bekommen. Dabei wird der Kosmos mit Hilfe von Röntgenstrahlung beobachtet. In diesem Ausmaß hatte das bisher noch nicht wirklich jemand betrieben. Im September wird auch die DART-Sonde bei dem Asteroidensystem Didymos und Dimorphos im wahrsten Sinne des Wortes aufschlagen. Dabei wird die Sonde in den kleineren der beiden Asteroiden einschlagen und damit versuchen, seine Umlaufbahn geringfügig zu manipulieren. Didymos kommt aus dem Griechischen und bedeutet Zwilling. Und Dimorphos bzw. Dimorphos bedeutet etwa zwei Formen habend, bzw. zweiförmig. Wo sind die altgriechischen Experten? Lucy, eine andere Asteroidenmission, die vergangenes Jahr gestartet wurde, performt im Oktober ein Flyby um die Erde. Aber die Lucy-Sonde kommt erst 2024 beim ersten Asteroiden 52246 Donald Johansson vorbei und überfliegt ihn in einer Höhe von etwas über 900 Kilometer. 2022 erwarten uns auch 5 Falcon Heavy Starts. Einer dieser Starts ist für die Asteroidenmission Psyche im zweiten Quartal 2022 reserviert. Dabei soll eine Sonde einen freiliegenden Eisenkern eines mutmaßlichen Protoplaneten besuchen. Es wird vermutet, dass das der Überrest einer gewaltigen Kollision mit einem anderen Himmelskörper sein könnte, welcher den äußeren Mantel entfernte. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber die ESA ist gerade dabei, einen galaktischen Zensus durchzuführen. Mithilfe des Astrometrieteleskops Gaia baut die ESA gerade eine detaillierte 3D-Karte unserer Galaxie, der Milchstraße. Dafür soll Gaia mehr als 1 Milliarde Sterne kartografieren. In diesem Fall bedeutet das, dass die Positionen, die Distanzen, Bewegungen und Helligkeit der Sterne
über eine Periode von 5 Jahren etwa 70 Mal festgehalten werden. Das erlaubt es, eine Karte anzufertigen, die nicht nur akkurat ist, sondern auch in Zukunft nützlich sein kann. Das ist ein sehr spannendes Thema. Ich werde euch ein detailliertes Video dazu produzieren, wenn im ersten Halbjahr weitere Daten veröffentlicht werden. Im Jahresrückblick hatte ich schon über die Parker-Sonnensonde berichtet. 2022 wird diese Sonde mit einer Distanz von 50 Millionen Kilometer über die Oberfläche der Sonne fliegen. Dabei wird sie einzigartige Daten sammeln. Parker war Ende letzten Jahres schon an der Sonne vorbeigeflogen und hatte dabei diese Bilder zurückgeschickt. Hier ist zu sehen, wie sie durch das Plasma der Sonne fliegt. Im März ist der nächste Flyby. In Zukunft soll sie aber auch einzigartige Blicke auf die Polregionen der Sonne ermöglichen. Ich werde berichten. Zum letzten Parker Flyby um die Sonne habe ich in diesem Video in der Infobox einen detaillierten Beitrag gebracht. Im Vergleich zum restlichen Universum kennen wir Menschen unser Sonnensystem schon recht gut. Aber noch lange nicht so gut, wie wir gerne würden. Daher schickt die ESA die JUICE-Mission auf den Weg. Das steht für Jupiter Ice Moons Explorer Mission oder auf Deutsch der Jupiter Eismond Kundschafter. Dabei soll die Sonde im Mai mit einer europäischen Ariane 5 auf den Weg geschickt werden. JUICE wird nach mehreren Flybys um die Erde und den Mond 2029 in die Jupiter-Umlaufbahn eintreten und seine Mission richtig starten. Ich werde sowohl den Start im Mai 2022 als auch den Eintritt in die Jupiter-Umlaufbahn 2029 streamen. Du findest die Links zu den Streams in der Videobeschreibung unten. Und wie der Name verrät, soll JUICE nicht nur den Jupiter, sondern auch seine größten Monde Ganymed, Callisto und Europa unter die Lupe nehmen. Ich freue mich auf die hochauflösenden Bilder dieser Himmelskörper aus nächster Nähe. Wir haben es auf der Erde unter anderem auch dem Jupiter und seiner großen Masse zu verdanken, dass wir überhaupt entstehen konnten. Aber ganz anderes Thema. Kommen wir aber zu etwas anderem. Ich möchte gerne noch einige Worte zur ESA verlieren. Gefühlt hat die ESA mit Josef Aschbacher genau den Mann an die Spitze der europäischen Raumfahrt gesetzt, den sie für einen Umschwung gebraucht hat. Die ESA ist aus meiner Sicht viel aktiver geworden. Sie waren immer schon sehr aktiv mit wissenschaftlichen Missionen. Ich meine jetzt ihre Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt zwar noch Verbesserungspotenzial, aber es geht in die richtige Richtung. Sie haben einen steten Strom an Inhalten für die sozialen Medien aufgebaut. Als Vorbild hat man sich die NASA genommen. Finde ich gut. Sie bemühen sich aber nicht nur auf Insta und YouTube. 2022 sind zu den vorhin schon erwähnten Missionen auch weitere großartige Missionen geplant. Im vergangenen Jahr hatte die ESA Astronautenstellen ausgeschrieben. Tatsächlich hatten sich auch 23.000 Menschen beworben. 1.391 Personen sind in die zweite Runde gekommen. Im Rahmen des Parastronauten-Machbarkeitsprojekts werden erstmals auch Menschen mit körperlichen Behinderungen gecastet. Auf diese Auswahl wartet noch eine Reihe weiterer Tests, bevor im Herbst die endgültige Auswahl feststehen wird, die dann das intensive Training beginnt. Unter diesen Menschen werden auch jene sein, die im Rahmen der ersten astronautischen Artemis-Missionen mit Kollegen von der NASA zum Mond fliegen werden. Das heißt aber nicht, dass Alex Gerst, Thomas Pesquet oder Samantha Cristoforetti raus sind. Ganz und gar nicht. Die nächste Mondcrew wird in jeder Hinsicht eine gut ausbalancierte sein. Für die Artemis-Mondkapsel wird Europa das Servicemodul liefern. Die nächsten Menschen auf dem Mond möchten NASA und ESA noch bis vor dem Ende dieser Dekade erreichen. Der nächste Mensch auf dem Mond könnte bereits eine europäische Astronautin sein. Wir kommen gleich wieder auf Artemis zurück. Vorher noch, in diesem Frühling wird die Astronautin Samantha Cristoforetti ihren Kollegen Matthias Maurer auf der ISS ablösen und in weiterer Folge auch das Kommando der ISS übernehmen. Wie cool ist das bitte? Es wäre echt nice, wenn sich ihre Missionen überlappen, aber das ist leider nicht ganz sicher. Samanthas erste Mission, Futura, machte sie zur ersten italienischen Frau im All. Sie hält auch den Rekord für den längsten ununterbrochenen Raumflug einer europäischen Frau. Ich finde, es gibt keine inspirierenderen Menschen als Astronautinnen und Astronauten. So viel zur astronautischen Raumfahrt in Europa. Denn in der Kürze liegt die Würze. Wenn wir schon bei Raumstationen sind, China hat Ambitionen, dieses Jahr mindestens ein weiteres Modul ihrer Raumstation Tiangong in Betrieb zu nehmen. Sie werden ebenfalls astronautische Missionen durchführen. Nebenbei arbeiten sie staatlich und semi-privat an diversen anderen Systemen, die wiederverwendbar sein sollen. Zu China gibt es leider keine wirklich verlässlichen Quellen, was die Zukunft angeht.
Aber sie dürften nicht weit davon weg sein, ihre erste Crew auf dem Mond zu landen. Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn sie vor den Amis und den Europäern dort sind. Neben den erwarteten Jungfernflügen von ESA Aerospace aus Deutschland und vielleicht auch der Rocket Factory Augsburg, plant Ariane Spass bzw. die Ariane Group ihre Vega C auf jeden Fall und die Ariane 6 nur im Optimalfall zum ersten Mal zu starten. Vega C soll die Vega-Rakete nach weniger als 10 Betriebsjahren ablösen. Die neue Variante ist etwas stärker. Vega C schafft 700 Kilogramm mehr in einen sonnensynchronen Orbit als die alte Version. Und das war's auch schon. Absolut gar keine Wiederverwendung im Sinn. Genauso wenig wiederverwendbar wird die Ariane 6 sein. Sie soll lediglich etwas billiger zu starten sein und kann sonst nicht wirklich nennenswerte Verbesserungen gegenüber der Ariane 5 vorweisen. Das ist ein klassisches Verhalten für einen Monopolisten. Das muss ich jetzt einmal ganz offen sagen. Aufgrund ihrer Kurzsichtigkeit schaltete sich Ende vergangenen Jahres der französische Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire ein und schrieb der Ariane Group mehr oder weniger vor, eine wiederverwendbare Rakete zu bauen. Vielleicht bekommen wir ja bis Ende 2022 den einen oder anderen Render dieser Rakete mit dem Namen Maya. Kommen wir aber zurück zur ESA. Sie haben leider noch immer nicht das coole Image, das die NASA hat, aber die Missionen, die dieses Jahr gestartet werden, könnten das ändern. Sie starten eine Reihe von Erdbeobachtungs- und Wissenschaftssatelliten, darunter Flex, Biomass und Earthcare. Auch weitere 6 Sentinel-Satelliten für die Copernicus Expansions-Missionen und eine neue Generation von Meteosatelliten von EUMETSAT werden gestartet. Damit verfügt Europa über das fortschrittlichste Netz an Erdbeobachtungs- und Wettersatelliten. Auch die europäische Version von GPS mit dem Namen Galileo ist fortschrittlicher und genauer als die der AMIS. Also macht die ESA nicht nichts. Sie sind schon richtig cool. Wenn dir all diese Satelliten nichts sagen, dann macht das nichts. Denn ich werde dieses Jahr einen riesengroßen Haufen an Videos produzieren, wo ich auf all diese Themen im Detail eingehe. Wichtig ist zu Beginn, sich einen Überblick zu verschaffen und dann in die Tiefe zu tauchen. Und genau so machen wir das hier auf Mars Chroniken auch. Die ESA baut gerade auch an einem sogenannten Planetary Defense System, einem System zur Verteidigung des Planeten. Dabei handelt es sich nicht um eine gigantische Kanone, sondern um ein Teleskop. FlyEye wird in Kooperation mit der ESA in der ASI-Einrichtung in Italien gebaut und getestet werden. FlyEye soll potenziell gefährliche Asteroiden aufspüren. Richtig cool. Oder was sagst du? Ist es deiner Meinung nach wichtig, an potenziell gefährliche Asteroiden zu denken, oder ist das Science Fiction? Explizit erwähnt die ESA, dass sie die europäische Industrie unterstützen will. Auch Aschbacher meint im Tagesschau-Interview, dass wir uns zumindest in manchen Belangen die NASA als Vorbild nehmen und die Raumfahrt kommerzieller ausrichten sollten. Ihm ist es auch sehr wichtig, dass die Menschen in Europa verstehen, dass Raumfahrt nicht nur ein Spielplatz für exzentrische Milliardäre ist, sondern dass jeder einzelne Mensch davon profitiert. Die EU-Kommission hat nach einer öffentlichen Ausschreibung ein von rund 20 Klein- und Mittelbetrieben und Startups gebildetes Konsortium ausgewählt, das ein detailliertes technisches Konzept für ein unabhängiges europäisches Satellitennetz ausarbeiten soll. Und die ESA ist dann natürlich mittendrin statt nur dabei. Sie wird mit Rat und Tat zur Seite stehen und mit einem strengen Auge alles beobachten. UNIO wird hoffentlich die nächste Generation der 5G-Kommunikation in Europa sicherstellen. Es ist noch nicht wirklich alles unter Dach und Fach, aber die Chancen stehen gut. Wenn dich das Thema interessiert, dazu habe ich bereits einen detaillierten Beitrag in meinem Jahresrückblick hier in der Infobox gemacht. Insgesamt startet die Ariane 5 6 Mal. Darunter sind einige Kommunikations-, ein Wetter- und ein Militärsatellit. Das europäische Aushängeschild, nämlich der Rover der ExoMars-Mission 2022, wird aber nicht mit einer Ariane gestartet. Stattdessen wird die russische Proton verwendet. Der Rover heißt Rosalind Franklin. Genau wie die britische Biochemikerin. Rosalind Franklin wird ungefähr im September dieses Jahres auf den Weg geschickt und soll 2023 mit Hilfe des russischen Landemoduls ähnlich wie die Rover Spirit Opportunity und Zhurong auf dem Mars landen. Ihre Mission ist nichts geringeres als Spuren von Leben zu finden. Dazu hat sie 9 Instrumente mit und kann später mal als einziger Rover auf dem Mars
2 Meter tief in den Boden bohren. Diverse Strahlung sterilisiert die Oberfläche des Mars konstant. Daher ist die Fähigkeit zu bohren besonders wichtig bei solchen Missionen. Unterirdisch steigen die Chancen auf einen interessanten Fund. Mission Control ist im Europäischen Raumflugkontrollzentrum ESOC in Darmstadt. Übrigens, der Mars Rover Curiosity, der seit 2012 auf dem Mars forscht, hat vor einigen Tagen für Aufsehen gesorgt. Science.org schreibt, seit 2012 rollt der Curiosity Rover der NASA über den Mars, bohrt in Felsen und lässt den Sand durch ein hochentwickeltes Chemielabor an Bord laufen, um Beweise für Leben zu finden. Heute kündigte ein Team von Rover-Wissenschaftlern ein faszinierendes Signal an, eines, das ein Beweis für vergangenes Leben sein kann, oder auch nicht, aber zumindest überraschend seltsam ist. Das Team fand heraus, dass der Kohlenstoff, der im untersuchten Gestein eingeschlossen ist, dramatisch mit leichten Kohlenstoffisotopen angereichert ist. Auf der Erde würde das Signal als starker Beweis für uraltes mikrobielles Leben angesehen werden. Aber zurück zur ExoMars-Mission. Der erste Teil der Mission war der TraceGas-Orbiter. Kurz TGO, der seit 2016 Vorarbeit für diese Mission leistet. Der Orbiter lieferte den kleinen ExoMars Schiaparelli EDM Lander zum Mars. Dieser zerschellte aber auf der Marsoberfläche. Der TGO ist aber in gutem Zustand und wird ab 2023 als Kommunikationsrelay für Rosalind Franklin herhalten. Apropos 2023, die Vorbereitungen für die Artemis 1 Mission laufen auf Hochtouren. Der Rollout der Rakete ist für Februar geplant. Sollte das Space Launch System oder kurz SLS wirklich zum Pad gerollt werden, dann dauert es nicht lange, bis sie gezündet wird. Denn am Pad sind die Arbeiten an der Rakete schwer bis unmöglich. Man wird so schnell wie möglich die notwendigen Tests durchführen und dann kann es auch schon losgehen. Sollte bei diesen Tests etwas schief gehen und die Rakete muss zurück in die Halle, dann reden wir hier sehr schnell über 2023. Wünsche ich mir nicht, aber das ist eine Möglichkeit. Im Idealfall könnte Artemis 1 schon Ende Februar oder im März starten. Artemis 1 schickt eine unbemannte Kapsel in einen Orbit um den Mond, bevor 2024 bei Artemis 2 schon die ersten Menschen mitfliegen. Ich frage mich aber nur, warum so viel Zeit zwischen zwei Artemis-Missionen vergehen muss. Aber was weiß ich. Artemis 3, die Mission, bei der die Menschen auch wirklich wieder auf dem Mond landen sollen, wird laut NASA nicht vor 2025 stattfinden. Das ist alles ein riesiges Gemetzel und eine Sauerei, was hier passiert ist. Aber ich denke, viele der Beteiligten haben daraus gelernt. Wenn wir schon bei alten und neuen Raketen sind. Eric Berger zwitscherte, Proton ist seit 1965 in Betrieb und wird in etwa 5 Jahren pensioniert. Electron fliegt seit ca. 5 Jahren und Neutron wird in rund 5 Jahren seinen Betrieb aufnehmen. Damit wäre das auch gesagt. Danke für den Tipp, Roman, und danke fürs Korrekturlesen. Auch Boeings Starliner-Kapsel wird dieses Jahr einen weiteren Versuch starten, einen Orbitalflug erfolgreich zu absolvieren. Zum Dream Chaser sage ich nicht viel, denn dazu, zu Weltraumflugzeugen und Skylon, habe ich ein ausführliches Video produziert, das du in der Videobeschreibung unten findest. Werfen wir aber mal einen Blick auf die andere Seite des Teiches. SpaceX wird 2022 großartige Dinge vollbringen. Darunter werden sie ihren Rekord von 31 Starts brechen. Sie werden ihre Falcon Heavy 5-mal abheben lassen und 4-5-mal Crews zur und von der ISS transportieren. Aber auch der vollständige Starship-Stack-Testflug mit Booster und Schiff wird vermutlich noch im ersten Halbjahr stattfinden. Sie könnten 2022 Starship etwa ein Dutzend Mal starten. Ich werde demnächst wieder ein ausführliches Starship-Update produzieren. Für heute reicht es zu wissen, dass wir mit der Fluglizenz der FAA noch im ersten Quartal 2022 rechnen. Wenn es soweit ist, wird es keinen ganzen Monat dauern, bis Starship abhebt. Sowohl die Vulcan Centaur von ULA als auch Blue Origins New Glenn sollen 2022 zu ihren Jungfernflügen antreten. Aber leider hängt ihr Schicksal daran, ob Jeff Bezos die Triebwerke liefert. Solange Blue Origin die versprochenen BE-4 Triebwerke nicht liefert, bleiben beide Raketen auf dem Boden. Das kann man von Jeff Bezos nicht behaupten. Das könnte ULA großen Ärger mit ihrem besten Kunden, dem US-Militär, einhandeln. Wenn dieser Fall eintritt, dann hat nicht nur ULA, sondern auch Blue Origin ein gewaltiges Problem. Dazu habe ich zwei Memes für euch, die ich super finde. Tory Bruno, der CEO von ULA, möchte seine Triebwerke von Jeff Bezos, dem Chef von Blue Origin, endlich haben. Jeff würde ja, wenn er nur könnte. Triebwerke bauen ist halt nicht leicht.
Das dürfte Jeff nun verstanden haben. Es gilt die Unschuldsvermutung. Schauen wir mal, was die NASA abgesehen von Artemis sonst noch so vorhat. Bei der Mission Gusto soll kosmisches Material mit Hilfe eines ballongestützten Teleskops untersucht werden. Im Vorfeld der astronautischen Artemis-Missionen soll bei der Prime-1-Mission der Nova Sea Lander kommerzielle Nutzlasten auf die Mondoberfläche transportieren. Übrigens, auch ein russischer Mondlander soll im Rahmen der Luna 25-Mission dieses Jahr am Südpol aufsetzen. Und jetzt noch einige der Dinge, die die NASA dieses Jahr plant, im Schnelldurchlauf. Die Capstone-Mission wird mit Hilfe einer Electron-Rakete Mondorbits für die Artemis-Missionen auskundschaften. Es wird ein neuer Ansatz für ein Brems- bzw. Hitzeschild getestet werden. Ein CubeSat wird mit einem Sonnensegel experimentieren. Es werden Tests mit Weltraum-Kommunikationslasern stattfinden. Mit SWAT, Tempo, Tropics, EMIT und weiteren ungenannten militärischen Missionen werden die Vereinigten Staaten 2022 ihre Infrastruktur im Weltraum auch ordentlich ausbauen. 2022 werden sie vermutlich auch ein ganz neues Erdbeobachtungssystem im Detail vorstellen, welches mit dem europäischen Copernicus-Programm mithalten kann. Darüber hinaus sind Testflüge mit dem X-57, einem vollkommen elektrischen Flugzeug, und dem X-59, einem superleisen Überschallflieger, geplant. In aller Kürze habe ich euch jetzt einmal einen groben Plan des kommenden Jahres gegeben. Habe ich da etwas ausgelassen? Schreib mir in die Kommentare, worauf du dich im kommenden Jahr am meisten freust. So. Und jetzt möchte ich mich noch einmal gerne bei all meinen Patrons und YouTube-Kanalmitgliedern für eure Unterstützung bedanken. Ganz besonderer Dank geht an meinen neuesten Missionsspezialisten Udo und meinen neuesten Piloten Yoshi. Danke euch allen. Ihr macht es möglich, dass ich diesen Kanal auf ganz neue Ebenen heben kann. So, meine Lieben, damit war es das heute wieder von meiner Seite. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten und per aspera ad astra.